Gunter Langer ist ein Exot, ein Künstler, der noch zeichnen kann. Noch exotischer ist die Art, wie er den Stift führt. Für die Kamera demonstriert er einmal den üblichen Zeichenstil. Dabei tasten sich Künstler mit vielen vorsichtigen Strichen an die optimale Linienführung heran. Das Ergebnis sieht etwa so aus. Gunter Langer arbeitet vollkommen anders. Er zieht seine Linien kräftig durch, ohne abzusetzen, formt sie mit einem außergewöhnlichen Gespür für die Gestalt und den Ausdruck seines Motivs. Im Vergleich zur üblichen Technik kommen seine Grafiken mit wenigen Linien aus. Die Herausforderung? Jede Linie muss auf Anhieb sitzen. Hier ist er nicht recht zufrieden. Ich habe mich verfahren hier. Das Kinn zu lang. Das Auge ist falsch. In solch einem Fall hat er früher das Blatt weggeworfen, kompromisslos, auch wenn der Rest gelungen war. Damit hat er viel Kreativität vernichtet. Heute versucht er, Fehler zu korrigieren. Wenn es eine Zeichnung ist, kann man die Linie einfach wieder wegmachen oder man verduscht es einfach mit Farbe. Man macht einfach ein Bild mit Farbe draus. Er weiß, Kreativität ist ein Geschenk, mit dem man sorgsam umgehen muss. Sie ist nicht selbstverständlich. Also es gibt Tage, da läuft überhaupt nichts, da wird überhaupt kein Bild, das ist alles zum Wegtun so ungefähr. Und es gibt aber Tage, da werden fast alle. Ne? Aber es gibt auch Tage, wo ich erstmal 2, 3, 4 Stunden brauche, um wieder reinzukommen und dann wird was. Was er mit scheinbarer Leichtigkeit aufs Papier zaubert, ist das Ergebnis jahrelanger Übungen und eines Talents, das offenbar familiäre Wurzeln hat. Langer ist verwandt mit dem Maler Josef Hegenbart. Der zieht zum Beispiel die Linien voll durchs Blatt durch mit einem Mal. Das muss auf Anhieb klappen, das war bei mir auch so, das muss bei mir in Zeichnungen auf Anhieb klappen. Und dann zeichnet er auch, ohne aufs Blatt zu schauen. Und das habe ich bei mir auch festgestellt, das mache ich auch schon immer. Ich zeichne auch, ohne aufs Blatt zu schauen. Doch gute Gene sind nicht alles. Die Fähigkeit, mit einem Zug die richtige Linie zu treffen, erfordert ständiges Training. Auch wenn es manchmal hart ist, Langer arbeitet wie ein Besessener.